Hallo ihr und herzlich willkommen zu einem neuen Skywars Video auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich mit der Kids-Serien-Challenge weiter. Und vielleicht habt ihr ja jetzt mitbekommen, ich habe die letzten Tage mehr Videos hochgeladen. Auf jeden Fall liegt das daran, weil etwas Kritisches passiert ist. Kann ich euch hier gerade mal zeigen. Auf jeden Fall habe ich nicht gehackt. Ich weiß nicht, warum mich Hypixel gebannt hat. Und das ist halt jetzt der Grund, warum ich auf einmal mehr Zeit habe für Videos. Die heutige Challenge ist halt, dass ich halt versuchen muss, bevor ich einen Gegner angreife, muss ich mich selbst erstmal in den Spinnweben reinsetzen. Dann darf ich den Gegner halt erst angreifen. Und ich darf das jetzt nicht irgendwie so im Vorhinein machen. Ja, ich setze mich jetzt erstmal so 70 Mal in den Spinnweben, dann kann ich 70 Gegner angreifen. Nö, ich muss das vor dem Gegner machen. Sonst wird die Challenge ja keinen Sinn ergeben. Nein. So, Spinnweben. Und jetzt geht's ab zu ihm. Schnelligkeit. Schnelligkeit. Boah, bist du schlecht. Also ich. Schnelligkeit. Ja, ich hab gewonnen. Boah, das war gerade einfach der heftigste Kampf, den ich jemals in meinem Leben hatte. Boah, ich hab halt wieder mal das allerbeste Equipment hier aus der Runde. Also gut ab. Auf jeden Fall an meinem Kistenglück mal wieder. Oh nein, nein, nein. Ich muss mich erstmal in Spinnweben setzen. Okay, das war jetzt nicht allzu gut. So, oh, mein Schwert ist ja gar nicht auf der 1. So, einfach mal den Poison-Trank werfen, damit der vergiftet ist. Ja, in der allerletzten Sekunde gekickt. Ich glaube auch, dass man das merkt, dass ich schon sehr lange kein PvP mehr gespielt habe. Das sieht man vor allem darin, dass ich halt überhaupt nichts mehr hotkeyen kann, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich tun soll und alles ist überfordernd für mich. Ja, ein Diablock. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie schon seit geführten 2 Monaten oder so nicht mehr richtig PvP gespielt, weil Hypixel Skyblock so ein ganz kleines bisschen dazwischen kam, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich bin im Spinnweben. Oh nein, der ist wieder mal ultra gut hier unterwegs. Was soll ich machen? Wir haben ab. Ja, genau, wie kannst du mich denn von da hitten? Was hast du denn für eine Range wieder hier? Ich muss drauf. So, erstmal meine 40 Heilungstränke nehmen. Oh, ich habe mich gerettet. Ich habe das noch nie in meinem Leben hingekriegt. Aber ich habe keinen Wassereimer, oder? Doch, ich habe einen Wassereimer. Wo ist der Wassereimer? Da unten. Ja, dann schmeiß mich doch runter. Boah, wie habe ich das denn geschafft, mich zu retten? Das habe ich wirklich noch nie gefühlt in meinem Leben hingekriegt. Und dann könnte ich hier drauf gehen. Oder so? Tschüss, 2 Herzen. Oh nein, das wird wieder ekelhaft mit dem hier. Oh nein, der swoopt auch noch. Ja, die können mich nicht hitten. Hau ab. Nein. Och Mann, oh. Also man merkt, dass ich auf jeden Fall aktiv Skywars gespielt habe. Och Mann, das war halt so nervig. Am Anfang, als ich mit Skyblock angefangen habe, habe ich die ganze Zeit zu Skyblock Skywars gesagt. Und jetzt sage ich einfach die ganze Zeit zu Skywars Skyblock. Was ist das denn? Also man merkt auf jeden Fall, dass ich viel zu viel Zeit investiert habe. Ich glaube, das ist echt gut, dass ich mal kurz eine Auszeit davon habe. Da fliegt wieder einer runter. Jills auf jeden Fall. Oh no. Ist hier einer? Wow. Na, das war halt auch mehr wieder richtig schön von mir. Aber ich konnte den wenigstens ein paar Hits mitgeben. Boah, 2 Herzen verloren. Wird hier immer mehr hier. So, nächste Map. Ah, hier kommt schon wieder der erste Typ an. So, ich bin schon beim Spinnweben. Wo ist denn der Typ? Man sieht durch die Sonne halt nichts. Geh weg. Oh, jetzt kommt von oben noch einer. Ja, ich muss mich nochmal in Spinnweben setzen. Und abbauen und los. Tschüss. Ich weiß nicht, was der irgendwie vorhatte. Ich glaube, der hatte irgendwie gedacht, dass ich länger im Spinnweben oder so bleibe. Weshalb der wahrscheinlich ins Inventar oder so gegangen ist. Aber für den habe ich ja schon Spinnweben genommen. Ja, ich bin jetzt eben Spinnweben gewesen. Kannst du mal bitte sterben oder so? Danke. Nein! Ich bin im Spinnweben. Ich muss. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich weiß nicht, ob ich in die Mitte gehen soll. Ja, ich gehe in die Mitte. Wobei, das wird jetzt so richtig dumm sein von mir. So, ich beim Spinnweben. Hallo? Hallo? So, für dich habe ich noch kein Spinnweben genommen. Oh nee. Für dich war ich im Spinnweben. Oh nee, der hackt. Oh, Dia-Brustplatte, was los? Guck mal, dass du mal so spendabel bist. Verbessertes Dia-Schwert, boom. Setz mich in Spinnweben, weil ich bin dann ja schon im Spinnweben gewesen. Ja, und dann kann ich drauf.
Stirb, 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 stirb. Wuhuhu. Geschafft. GG, geschafft, geschafft, geschafft. So, bin im Spinnweben gewesen und geh drauf. Oh Gott! Puh, war das knapp. Oh, woher kommst du? Gut, dass ich da diese dummen Spinnweben gesetzt habe. Was haben wir beide für eine Range? Oh nee, 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 nee. Okay, gut. Oh ne, der nimmt einen Heilungstrank. Ich muss mal einen Goldapfel essen. So. Ja, GG. Ich hab gewonnen. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab die Challenge absolviert. Ich hatte halt einfach das extremste Glück, dass ich den Typen am Ende einfach kriegen konnte. Also den vorletzten Kill. Weil ich hab den ja mit einem halben Herzen bekommen. Und durch den hatte ich dann ja irgendwie 4 Goldäpfel bekommen, wodurch ich den letzten Gegner bekommen konnte. Aber, wie finde ich denn das Kit? Die Antwort kennt ihr immer wieder von mir. Und zwar, das ist wieder so ein Mittelfeld-Kit. Weil man hat halt gefühlt viel zu viele Spinnweben. Man findet halt genug Spinnweben schon in den ersten Truhen in Skywars. Aber was dann halt bei mir das Problem ist, ich bin so einer, der halt sowas von ultra selten mal überhaupt Spinnweben in die Hotbar nimmt. Was eigentlich ein großer Fehler ist, weil ich dadurch sowas von ultra leicht runtergekickt werden kann. Was ich halt gut finde, ist der Schnelligkeitstrank, wenn man sich dadurch richtig schnell zu den Gegner bauen kann. Und wenn man dadurch bessere Hits am Gegner verteilen kann, weil man sich so ultra ekelhaft schnell bewegt. Das ist halt meine Begründung, warum ich das Kit jetzt irgendwie so zwischen mittelmäßig und gut platzieren würde. Und ihr könnt jetzt oben rechts abstimmen, wenn ihr möchtet, wie gut ihr das Kit findet. Das war's dann jetzt von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr euren Däumchen nach oben da lassen. Das würde mich immer sehr freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.